So, wir haben mal wieder ein Match gefunden nach etwas längerem Suchen, also das muss noch etwas überarbeitet werden. Aber immerhin, wir haben ein Match. Ich will nicht jammern. Und schon wieder Herford Base. Also ich würde mir gerne mal wünschen, dass man bei den Matches irgendwie selecten kann, welche Karte man spielen möchte, weil ich würde gerne Embassy oder wie das hieß, also diese Botschaft spielen, weil das war schon ziemlich cool. Wieso kann ich den eigentlich spielen? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich den Char gekauft habe. Spiele ich ihn halt. Oh mein Gott. Ja, nehmen wir mal P9 mit. Stun Grenade. Smoke Grenade. Und dann probieren wir es mal aus. Ich finde das aber gerade irgendwie lustig. Seit wann kann man den spielen? Denn ich kann mich nicht daran erinnern, ihn gekauft zu haben. Montage. Komisch. Ja, schauen wir mal, wie gut ich als Tank klarkomme. Ich glaube, wir hatten ja schon mal so ein bisschen Erfahrung. Das war nicht so unbedingt optimal. Schauen wir einfach mal, wie das jetzt mal so abgeht. Find the biohazard container location. Also ist ja im Prinzip immer wieder das gleiche, nur die Spieler variieren. So langsam würde ich gerne die große Map spielen. Okay, Butz, da hat er mich erwischt. Warum auch immer. Okay, also scheint die irgendwo da unten zu chillen. Wenn die da schon so alles verbarrikadieren. Das ist. Ey, das ist ja cool. Das ist so ein kleiner Schacht zum Reinfahren. Das ist ja mal abgefahren. Man müsste natürlich optimieren, dass man dadurch eine Granate reinwirft. Das müsste man irgendwie optimieren, natürlich. Hier verbarrikadieren sie sich richtig hart und da sind Sprengladungen, okay. Was genau macht das da? Das habe ich nicht so ganz verstanden, was diese Funktion da gerade tut. So, kann ich hier irgendwas tun? Nein, ich habe leider keine Sprengladung dabei, um hier irgendwas zu tun. Hier wird er spotted. Von wo denn bitte? Ach, Kameras. Kamera, Kamera. Okay, da ist einer am Sterben gerade von uns. Leider war ich da nicht schnell genug. So, er meinte, der schießt irgendwie aus dem Fenster. Wo sind die denn? Scheint mich ja tatsächlich reichlich wenig zu interessieren. Offensichtlich interessiert es mich doch, wenn ich dabei irgendwie Stacheldraht zerschieße. Oh. Ja, dann gibt er mir natürlich. Ja, hätte ich aufpassen müssen. Sonst bin ich halt nicht der Ultra-Tank. Okay, also wieder was dazugelernt. Ja, okay, aber Sledge räumt hier natürlich fett auf. Ja, einmal muss er noch. Und wie es aussieht, einer gegen vier. Das ging dann aber auch schnell zu Ende. So kann's gehen. Was ist das, Killermonster oder Killerkeksmonster? Ich hab's gerade nicht genau gesehen. Killerkeksmonster wäre, fände ich cool. Das wäre ein witziger Name. Ja, also ich halte fest, mit dem Shield muss man auch aufpassen. Man ist nicht unbesiegbar. Man fühlt sich dann zwar so, aber man ist es nicht. So, verteidigen wir mal. Dann probieren wir doch mal direkt unseren neuen Charakter aus. Den Doc. Mit der MP5. Und ich nehme mal den fetten Revolver mit. Man weiß nie. Und den Stacheldraht. Dining Room. Oh, Rook ist dabei. Das finde ich cool. Puls ist dabei. Bandit. Sieht nicht schlecht aus. Ja, aber ich denke, so vom Gefühl her habe ich so den Eindruck, dass Doc keine schlechte Wahl war. Einfach, weil der tanky ist. Und ich brauche beim Defenden
was, dass ich halt fett kassieren kann, damit ich im Zweifelsfall den anderen abknalle. Denke ich mir zumindest, kann natürlich sein, dass das überhaupt keinen Sinn macht, aber das ist so mein Gefühl. Okay, das ist eine Revive-Spritze. Okay, das heißt, wir legen das auf G. Warte, machen wir hier direkt mal zu. Okay, damit kann ich wohl, ich frage mich nur, was ich mit den Spritzen mache. Ob ich den dann umbringe oder ob ich dann mein Team revive. So, ich muss schnell zumachen. Von wo könnten sie noch eindringen? Da ist die Wall schon. Lost. Hey, geh da mal weg. Okay, ich hab nichts gerade zum Wall reinforcen offensichtlich. So, dann chillen wir uns doch hier mal schön gemütlich in die Ecke. So, ich bin mal gespannt, wie das jetzt abgeht. Oh, Armor mitnehmen. Das ist eine geile Idee. Wunderbar. Halten wir noch ein bisschen mehr aus. Okay, ich wollte einfach mal gerade ein bisschen mit meiner Pistole, sage ich schon. Einfach mal ein bisschen gerade gucken, wie die so funktionieren. Das heißt, wie die funktionieren, sondern wie die sich in Action benehmen, diese Waffen. Was ist das? Ich habe gerade Angst, dass mir da gleich von oben einer durchs Dach steigt. Ich ehrlich bin. Habe ich da gerade richtig Schiss? Da oben hat sich nämlich jetzt gerade schon einer durchgesprengt. Genau davor habe ich Schiss. Oh, oh, oh. Erwischt, 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 erwischt. Ich weiß nicht gerade, was ich damit genau tue. Ah, damit kann ich also offensichtlich meine guten Freunde schießen. Sie damit Remote reviven. Finde ich irgendwie witzig. Tja. Was baut der da gerade? Okay, der baut sich sein Shield auf. So, ich habe Angst, dass da gleich wieder irgendwelche Leute runterkommen. Ich bin irgendwie gerade gar nicht so überzeugt von der MP5, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte ich mir mehr von versprochen. Aber es ist halt doch nur ein MP5. Jetzt kommt er wahrscheinlich gleich einmal neben der Dora raus. Ich habe Angst, dass sie hier gleich mehrfach reinstürmen. Und dann haben wir ein Problem. So, ich höre sie halt schon überall, deswegen bin ich gerade auch etwas stiller und vorsichtig. Okay. Okay, das bringt leider nichts. Da habe ich jetzt gerade etwas Munition für. Oh Gott. Ja, okay. Zwei kriege ich nicht, wenn die da so reinstürmen. Keine Chance. Ich stand da aber auch leicht ungünstig. Ja, nee, schade. Da kann ich nicht so viel machen. Mal ganz davon abgesehen, dass meine Ping wahrscheinlich eh zu hoch ist. Ich dadurch ein leichtes Problem habe. Obwohl es geht im Verhältnis zu den anderen, geht es tatsächlich noch. Tja. Das sieht nicht gut für uns aus. Wenn wir das nicht gewinnen, dann haben wir uns aber bis auf die Knochen blamiert. Aber so richtig. Tja, bin ich mal gespannt, wie diese Runde ausgehen wird. Gibt es ja dann wahrscheinlich nicht mehr so viel zu sagen. Locate the biohazard container. Yes, tun wir das. So, ich glaube, ich nehme direkt mal den direkten Eingang da. Den fand ich nämlich sehr, sehr cool. Okay, den meinte ich zwar nicht, dann gehe ich halt hier rein. Hier ist kein Container. Sie kommen von unten. Okay, ich behaupte, sie sind im Keller. Good work. The biohazard container has been located. Ja, sie sind im Keller. So.
Tja, ich glaube, sie haben uns alle ausgeschaltet. Ich überlege gerade, der Keller ist da unten, ob wir nicht taktisch dann hier entweder an der Seite einsteigen oder von oben und dann runterhauen. Also dass wir den von oben einnehmen. So, aber jetzt bin ich wenigstens mal ein bisschen tanky unterwegs, hier mit Sledge und habe auch meinen coolen Hammer wieder, den ich nämlich sehr feier, diesen Hammer. So. Und ich mach dir das kurz auf. Autsch. So, schauen wir mal, was hier oben so abgeht. Ich glaube, hier ist die Bodenklappe. Genau, da ist die Bodenklappe. Wartet. Legen wir einfach mal hier schön drauf. So, das sorgt bestimmt für Verwirrung. So, und wir haben einen weniger. Jetzt hätte ich schon gerne einen Nate da reinzuwerfen. Nee, aber ich glaube, da gehe ich jetzt nicht weiter durch. So. Vielleicht haben wir ja hier eine Chance reinzugehen. Ich bin gerade etwas unschlüssig. So, ich glaube, jetzt erst kommen wir da durch. Mann, wie soll ich denn da reinkommen? Ah, so komme ich da wahrscheinlich durch. Hallo, ich würde da gerne durch. Okay, da kann ich mich nicht durchspringen. Okay, scheiße, ich wurde entdeckt. Ja! Shit. Da war ich zu langsam. Ja, gut. Da war ich wirklich zu langsam. Hab ich in dem Moment irgendwie nicht mit gerechnet, dass von da einer ankommt. So, dann schauen wir mal, was der letzte Kollege macht. Er ist unsere letzte Hoffnung. Jetzt haben wir haushoch verloren. Nicht mal blöd von oben zu kommen oder die Leute zu umgehen. Ja, der Stacheldraht ist dann natürlich blöd. Er ist natürlich dann mega geslowt wird. Hey, da ist der erste. Ah, okay. Hat er wahrscheinlich auch nicht ganz realisiert. Hm. Schade. Schade. Boah, schon wieder Haus verloren. Das kann doch nicht sein. Total Defeat, das ist so deprimierend. Wir haben halt alle irgendwie nichts hingekriegt, so gefühlt. Ja, immerhin halt eingeholt, aber das war's dann auch. Hm. Ja, immerhin noch ein bisschen EP gefarmt. Ist ja nicht ganz so deprimierend. Tja, dann schauen wir doch mal. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Runde zustande. Aber das wird sich gleich zeigen.